Hier beginnt es, das Paradies des Genießens. Lannach ist das Tor zum Schilcherland, die erste Partnerregion der Genussregion Österreich. Die zahlreichen regionalen Produkte, die mit viel Sorgfalt hergestellt werden, dürfen sich hier mit dem Titel Gutes aus meiner Region Schilcherland schmücken. Ja, wir sind da mitten in einem Schilcherweingarten. Schilcher, die Leitsorte bei uns in der Weststeiermark und auch Namensgeber für das Schilcherland. Die Rebsorte ist der blaue Wildbach, eine autochthone Rebsorte, die 400 vor Christus von den Kelten in die Weststeiermark gebracht worden ist. Und das Anbaugebiet erstreckt sich von Ligist bis nach Eiweswald entlang der Ausläufer der Choralpe, von der wir auch wirklich profitieren im Herbst. Wir haben wunderschöne warme Tagestemperaturen, in der Nacht die kühlen Vorwinde, es kühlt ab und das ist perfekt für die Aromaausprägung des Schilchers. Ja, hier im Schilcherland gibt es eine kleine Struktur von den Betrieben her gesehen und das Ganze hat dort dazu, dass wir zum einen Urprodukte wie Freilandeier als gemeinschaftliches im Angebot haben, aber auch klassische Vertreter wie das Kernöl oder den Wein bis hin zum Kräutertee, wo ich auf wenigen Ar doch ein passables Einkommen erlösen kann. Diese Produktvielfalt spiegelt sich auch in der Landschaft wider und das Ganze ist dann auch für das Lebensgefühl der Menschen hier in den Produkten, im Umfeld, das man sieht, wenn man es erwandert, wenn man es mit dem Rad erkundet, diese Kleinheit und Buntheit der Landschaft. Das Schilcherland hat viel zu bieten. Machen Sie mit uns eine Reise durch diesen besonderen Teil der Weststeiermark. Neben dem Schilcher ist wohl das Kürbiskernöl untrennbar mit dem Schilcherland verbunden. Für die beste Qualität steht die Genussregion Steirisches Kürbiskernöl GGA. Auf den sonnigen Hängen im Schilcherland gedeihen viele Kräuter, von der Zitronenmelisse über Lavendel bis hin zu Thymian und Salbei. Sie duften nicht nur herrlich, sondern tun auch den Menschen gut. In Handarbeit werden die Kräuter geerntet und zu Schilcherland-Spezialitäten veredelt. Die Kastanienbäume sind heiß begehrt und werden so richtig umschwärmt. Die Bienen lieben die Blüten, die Menschen die Früchte. Im Herbst ist für beide die Zeit der Ernte da. Honig und vor allem Met galten schon bei den Kelten als Geschenk der Götter. Und der Honig schmeckt heute nicht nur den Göttern, sondern vor allem den Menschen gut. Das Schilcherland ist auch ein Land der Teiche und Teil der Genussregion Steirisches Teichland Karpfen. Ein Brennpunkt der Kultur ist das Greithaus in St. Ulrich im Greit. Hier laben hochkarätige Konzerte, exquisite Ausstellungen und Kleinkunsthöhepunkte zum Genießen ein. Ein Glück, dass im Schilcherland die Hühner noch im Freien gackern dürfen. Und das mit einer wundervollen Aussicht in die Weststeiermark. Vielleicht ist das mit ein Grund, dass sie Eier von einzigartiger Qualität legen, die in der Region hoch begehrt sind. Die Eier aus der Region sind natürlich auch ideale Grundlage für die Herstellung von Nudeln und dem Knuspergenuss. In dem dürfen selbstverständlich die Kürbiskerne aus der Region nicht fehlen. Im Schilcherland hängt der Himmel manchmal voller Würste. Höchste Qualität ist auch bei der Herstellung von Fleischprodukten wie dem Verhackert selbstverständlich. Die Kieferbohne wächst und gedeiht im Schilcherland seit Generationen und wird auch heute von vielen Familien kultiviert.
Immer wieder führt der Weg zurück nach Steins. Die Gegend hier ist geprägt vom Weinbau. Die wichtigste Sorte ist der blaue Wildbacher. Der Schilcher darf als solcher bezeichnet werden, wenn er zu 100% aus der blauen Wildbacher-Rebe gewonnen wurde und zu 100% als Rosé ausgebaut worden ist. Den blauen Wildbacher gibt es auch als gleichgepressten, dann wird er als blauer Wildbacher gleichgepresst bezeichnet. Den Schilcher gibt es als Klassik in den Lagenvarianten und natürlich auch als Frizzante und Sekt. Er ist auch für die Sektproduktion irrsinnig gut geeignet, weil wir eine schöne Frucht und eine schöne Säurestruktur haben. Im Herbst ist das Hauptprodukt bei uns eigentlich der Schilchersturm, der sich perfekt ergänzt mit den weststeirischen Kastanien. Und das darf man sich einfach nicht entgehen lassen. Schilchersturm und Kastanien muss man einmal im Herbst erlebt haben. Und es gibt den Schilcher vor allem in einer unglaublichen Vielfalt. Und die zu entdecken und zu erkosten lohnt sich. Doch auch wer sich der fruchtigen Vielfalt von Saft und Nektar zuwenden will, wird im Schilcherland fündig. Die sonnigen Lagen und das milde Klima geben den Früchten intensive Aromen. Und die schmeckt man auch in der flüssigen Form. Die Betriebe sind kreativ und innovativ. So gibt es etwa auch Erzeugnisse aus der gesunden Aronia-Beere in vielen Varianten. Auch Hochprozentiges wird aus den erlesenen Früchten gebrannt. Der Geist des Schilcherlandes ist hier auf den Punkt gebracht. Auch die Kühe fühlen sich offensichtlich im Paradies der Weststeiermark wohl. Kein Wunder ist das Schilcherland doch die Heimat begnadeter Käsemacher. Genügend Plätze, um zu genießen, findet man in der Weststeiermark auf jeden Fall. Wohl einer der schönsten ist aber eine der Buschenschenken, in denen man die vielen Köstlichkeiten genießen und die Seele beim Blick ins weite Land baumeln lassen kann. Und was die Produkte bei uns ausmacht, sind ganz einfach. Wir haben ehrliche Produkte, wir haben liebe Leute bei uns in der Gegend. Es ist eine liebliche Landschaft, es ergänzt sich einfach alles toll und das passt einfach gut zusammen. Für uns endet die Reise durchs Schilcherland an dieser Stelle. Für alle Genießer beginnt sie aber erst.